Das heißt, zieh dich zurück. Ah ja, das ist immer so nervig. Dass genau die Stellen, wo sie hin können, besetzt sind. So, Pflege. Lucius soll einfach nur jetzt mal bei Purgativ einsetzen können. Das wäre nämlich mal schön. Letztes Mal war übrigens Kranas der Erste, der sich entwickelt hat. Also von Magie her. Ich denke mal, Hef wird sich noch dieses Kapitel entwickeln. Du gibst den Coach-Sperr ab und nimmst dir mal Elysias Peitsche. Oder wir haben keine Elysias Peitsche gerade. Elysias Peitsche. Ich dachte, wir haben Elysias Peitsche. Egal, dann nehmen wir wieder einen Kurzspeer. So. Ihr kommt alle ran, ne? Deswegen wird Hector euch töten. Ich weiß nicht, wie sein Quid aussieht. Ich auch nicht. Welche Runde sind wir eigentlich? Runde 6, ja, wir könnten locker noch den hier besiegen. Und dann den, au, anderen, die andere Einheit kriegen, bekommen, was auch immer. Und das mit Donner, nein, Feuer. So, jetzt machen wir Feuer und du bist weg. Und noch eins. Weg. Perfekt. Level up. Das hat noch ein schöner Level up. Geschwindigkeit, Magie. Magie vor allem. Will ich noch was gucken? Nämlich. Wo bist du? Da bist du. Ich sehe dich. So, da bist du. So. Du bist kurz vor S. Oh, ah, okay. Du kannst sogar schon diese Aura einsetzen. Hat halt sehr viel Gewicht. Aber deine Geschwindigkeit ist auch sehr hoch. Wer kommt hier denn? Bedeutet, wir warten noch ein Stück. War klar, dass du sie angreifst. Aber du triffst halt nicht. So, damit zerbricht Feuer. Und das war... Oh nein, das zerbricht gar nicht, weil es ein Crit war. Ach, fuck. Das ist jetzt leider schlecht, weil jetzt müssen wir auch einen One-Hit irgendwo schaffen. Ach, da kommen noch Leute. Kranas, gut betanzt. Aber ich weiß, mit wem ich den anderen killen werde. Nicht mit Kranas natürlich, weil Kranas hat ja hier zu tun. Tötest ihn noch nicht mal. Ja, ist klar, dass du sie tötest. Machen wir mal das und versuchen einen Crit. Nein, kein Crit. Na, keinen und natürlich auch nicht. So viel bringt es, wie viel Verteidigung hast du? 9 reicht, das heißt, wir besiegen nur einen. Nämlich, ach fuck, dich können wir nur mit Kutschbär besiegen, aber das treffen wir auch. So. So, er ist auch kurz vorm Klassenwechsel. So, jetzt muss ich. Oh, fuck. Wir müssen besiegen. Weil sonst wird ein Minion angegriffen. Wir müssen irgendwie mit irgendwem vorbereiten, aber es geht nicht, weil sie alle töten. Das ist ein Problem. Ein großes. Ja, warten. Warten. Machen wir es so, Ende. Ja, gut. Vorbei. Selbst ohne Quid ist tot. So. Okay, damit ist der Meisterpunkt. Selbst wenn er getroffen ist, selbst keinen Schaden gemacht. Komisch, ne? Ist halt schlecht. Ja, da ist der Meisterpunkt zerbrochen.
nachgekommen? Hier auch nicht. Mal gucken, Status. Status Runde 8. Okay. Ich glaube, wir warten einfach noch eine Runde. Wir machen gar nichts. Dann kommt nämlich jetzt die Einheit. Ah, wartet. Es beginnt wieder zu schneien. Seid vorsichtig. Ah, wer ist das denn? Da ist ein dummer Dieb. Ich hasse dich, Dieb. So. Bedeutet. Donner. Du machst eh keinen Schaden. Warum versuchst du es überhaupt? Oh mein Gott, das dauert immer so lange. Und bam. Gut. Perfekt. Gut. Der kommt so weit. Ihr könnt beide wahrscheinlich Hector angreifen. Nein, du nicht. Aber du. Ich bereite hier schon mal was vor. Ihr merkt es vielleicht. Ein Stückchen. Aber wir bleiben trotzdem hier in der Nähe von ihm. So, beenden wir mal kurz die Runde. Warum greift ihr alle sie an? Was habe ich denn eigentlich an? Oh, ich habe den Langbogen ausgerüstet. Das ist zu doppelt und macht nicht genug Schaden. Aber wir haben ja noch einen Langbogen. Ich hoffe, wir haben noch genug Langbogen. Dafür kriegt Rebecca jetzt ein Level up. Resistenz. Wow. Oh, Rebecca. Komm schon. Jetzt ist der Langbogen kaputt. Nein. Crit. Hätte sie vorher machen können. Ja, da ist jetzt kaputt. Hätte sie vorher machen können, dann hätte sie noch eins gehabt. War klar. War klar. Tja, Dani. Ist klar, warum ich Hector hier hochschicke, oder? Hoffe ich jedenfalls. Was? Du hast eine Treffer 0. Er versucht's mit Treffer 0. Treffer 0. Jetzt ganz ehrlich, du versuchst es wirklich mit Treffer 0? So. Wow. Schneid. Hallo, warum kommst du? Hallo, warum kommst du? Ich hatte nur zwei weiterentwickelte Einheiten besiegt, oder? Egal. Egal, dann kriegen wir halt ihn. Ist auch egal. Ich wollte eigentlich... Nein, aber okay. Lass uns beginnen. Ja, es wird ein guter Wind. Passend zu dem Fest, das uns nun bevorsteht. Mein Gott, wer bist du? Du bist ein Schwertmeister. Ja, okay. Wodao, das seltenste Schwert im ganzen Spiel. Es gibt, glaube ich, nur zweimal oder so. Erhöht kritische Treffer, aber auch nur in diesem Hector-Hardcore-Modus. Ja, ihr seht es. Er ist einfach hammerhart. Komm bis hier. Wie weit kommst du? Ist da gut. Donner ihn weg. Ja, Donner ihn weg. Bam. 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 Ich frage mich auch, warum aber die gegnerischen Einheiten so schwach sind. Es wäre viel schwerer, wenn sie genauso stark sind wie wir und auch guten Waffen haben und so. Ja, okay, Donner ist halt jetzt eine gute Waffe bisher. Aber trotzdem. Ich finde das ein bisschen ungerecht. Aufgeteilt. Kriegen wir halt Haken. Oder? Wie heißt du? Du heißt Carol. Genau, Haken kriegt man, wenn man das andere schafft. Nämlich sozusagen nicht drei weiterentwickelte. Wo war die dritte weiterentwickelte Einheit? Ich frag mich gerade wirklich. Habe ich irgendwie einen Falkenritter oder so gesehen? Oder halt jetzt hier einen Vivan-Ritter oder Vivan-Lord oder so? Ist das die Weiterentwicklung? Ich weiß nicht, was die Weiterentwicklung ist. Wir haben nur zwei besiegt. Hat Schaden. Gut. Ja, okay. Du bist tot. Du machst noch nicht mal Schaden, also. Nochmal. Tot. Tot und Verderben für euch alle. Okay, du hast Haken an. Oder Karel. Ja, ich verwechsel es die ganze Zeit. Nein. Nicht euer Ernst.
Zum einen werde ich jetzt den hier besiegen mit dem Eisenschwert. Ach, mit der Stahllanze keinen Bock, zweimal anzugreifen. Es ist nicht euer Ernst, dass schon wieder hier. Egal. Das ist einfach so. Ich kann nichts dagegen tun, dass schon wieder du ein bisschen nach vorne gerückt bist. Du hast 10 Kraft. Bedeutet 23 H. Ja, okay, 11. Ihr habt eh keinen 11, ja. Okay. Es ist gut, es geht. Ach, machen wir einmal ein Feuer. Ist egal, du stirbst halt nicht. Ich weiß, aber ist egal. Also warum trifft da nicht einmal jemand? Damit einfach mal die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht trifft, besser ist. So. Warten wir hier weiter. Oder du kommst auf jeden Fall ein bisschen vor. Nein, ich. Weiter, weiter, immer weiter auf der Leiter, bis irgendwann hier ist. Gut. Nein, weiter. Und warten. Warten. So. Und wir hatten kommen im Garten mit warten. Gut. Vorbei. Vorbei. Und du warst auch vorbei. Nee, du machst sogar Eclipse vorbei. Ja, war klar. Er crittet und wurde auch jeden weg. Aber leider bringt das uns Erfahrungsminus. Ja, wie gesagt, er ist auch unbesiegbar fast. Aber wir sollten mal langsam, sollte es so weit sein, dass wieder der Schnee aufhört zu schneien. Weil es irgendwie sehr nervig ist. So, hier. Hier sind wie gesagt 3 Truhen, der Rest ist eigentlich relativ leicht. Wir haben noch 10 Gegner, bedeutet hier noch 3, da werden wir auch runtergehen. Ja. Wir machen immer noch hier, wie das. Und mit Eliwood auf, komm Eliwood. Während der Rest hier tanzt. Genau. So, warten. 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 Ja, du musst die attackieren und du hier. Den haben wir nicht besiegt. Dich. Du könntest jetzt hier schon mal rein. Ja, okay. Du tust eh nicht. Doch. Oh, der hat ihm 2 KP oder so abgezogen. Oh, vorbei. Bam. Ach, so, mit einem Schlag ohne Crit. Kann ich das irgendwie ändern? Nee, kann ich nicht, weil er noch nicht zu uns gehört. Und Nils hat immer noch nicht gesagt, dass der, dass die Kacke aufhört. Die ist garantiert hier. Das bringt uns aber nicht weiter, wenn wir hier kommen, gut. Oder auch nicht, besser gesagt. Wie weit kommst du denn? Du kannst genau, dass er, wenn er da steht, besungen werden kann. Schön. Endlich. So. Mal gucken. Guck mal nach, gibt's hier noch was Wichtiges? Naja, nicht so wichtig, aber ich möchte jetzt eine Elysias Peitsche erwähnen. Kriegen wir aber erst später, glaube ich dann. Wenn ich sehr schön kriege, der Rest drückt nach. Vor allem du. Ende. Vorbei. Im PC-Zug, du gehst voll ruf. So, jetzt sagt aber Nils aber bitte. Nein, jetzt sagt immer noch nichts. So, dann warten wir hier trotzdem noch weiter. Wow, das ist doch schön, schön ist das. So, ihr bewegt euch jetzt mal nicht. Scheint, wenn wir nicht in eure Reichweite kommen. Nein, warte. So, das klappt doch alles. Aber auch erst unseren bevorzugten Schwertmeister. Kommen wir gleich mit einem tollen Infogespräch. Danach, danach. You know, weißt du. Yay! You know, dass das geil ist.
Aber ihr beide da unten könnt warten, was ihr machen wollt. Keine Ahnung. Danke. Jetzt ist sogar... Hat Nils was gesagt? Ich habe nicht gesehen, dass Nils irgendwas gesagt hat. Ist nicht euer Ernst. Dass wir nicht mit Hector ansprechen können. Warten wir hier und gucken, was sonst so passiert. Ich hoffe, er greift uns nicht an. Sollte er auch nicht tun. Ja, wird auch nicht. Gut, perfekt. Dann kann wir wenigstens mit ihm reden. Oh, wer mögt ihr sein? Karel. Ihr seid ein Schwerkämpfer aus Sakai. Kämpft auch ihr gegen die Black Fang? Die Black Fang suchen nach neuen Rekruten. Ich möchte meine Klinge an ihnen schärfen. Warum wollt ihr? Habt ihr einen Grund für euer Handeln? Mein Schwert ist mein Leben. Mein Schwert ist der Grund. Ihr seid so wunderschön. Verzeiht? Eure Klinge ist anders als die meine, trotzdem. Eure Schwertkunst ist von wahrer Schönheit. Sehr gut, ich werde euch begleiten. Ihr wollt uns beistehen, aber warum? Eines Tages werdet ihr eine berühmte Schwertmeisterin sein. Euch hier zu verlieren wäre eine Verschwendung. Für eure Schwertkunst in Vollendung sehen. Auf diesen Zeitpunkt warte ich mit großer Vorfreude. Wollen wir weitermachen? Das Fest erwartet uns. So, jetzt haben wir Karel. Sofort Optionen rein, Azala und Karel sofort. Ja, genau. Die beiden bleiben unten da, wo sie sind. Du bist ja im Raum, das müssen wir schon mal ausschließen. Irgendwer hatte doch ein... Ah, okay. Die Türschlüssel sind jetzt nicht mehr da. Du hast jetzt aber Bewegungsminus, ne? Nee, du hast... Oh, du hast Stärke gemaxt. Du bist erst Level 19, hast aber Stärke gemacht. Das habe ich vergessen. Justieren. Yay, ich kann tanzen. So, wir gehen weiter. So, und beenden wir die Runde hier. So, ich glaube nicht, dass da unten irgendwas... So, halt. Hasse dich. Leitstern! Okay, wir erhalten noch einen Leitstern. Wie viele Leitsterne erhalten wir eigentlich? Ihr geht jetzt hier. Nein. Ihr wartet hier. Auf. Der Rest ist ja schon fast drin. Wir haben keinen Öffner mitgenommen. Das ist leider ein kleines Problem, aber okay. Hat irgendwer hier von unseren Einheiten einen Türschlüssel? Nein, hat sie nicht. Gut. Oder auch nicht. Geh mal hier hin. Und warten. Und machen den Rest, lassen wir ihn so, wie es wird. Vielleicht schneit's wieder. Oder auch nicht. Machen wir es nämlich so. Talisman! Was macht Talisman? Warum Talisman? Heute Resistenz um 2 Punkte. Geil. Retten wir den Typen. Und beenden wir wieder Runde. So mache ich das jetzt. Ich mache alle Truhen auf. Wir müssen eigentlich nur den Thron besetzen, genau. Deswegen wird er sich auch nicht bewegen. Ist egal, wo wir ihn hinsetzen. Dann beenden wir wieder die Runde und gleich wirst du wieder schneien. Ja, jetzt schneit's wieder. Spielerzug. Weiter. Du machst jetzt die Truhe auf. Ja, kein Wasserjuwel. Ach so, jetzt ist dein Dietrich zerbrochen. Deswegen kannst du... Okay. Ende. Wollen wir die überhaupt besiegen? Die sind doch schwach. Nee, kein Bock. Kein Bock. So, bedeutet, wo kommt ihr denn hin? Ihr kommt bis da. Enden wir die Runde und wenn sie kommen, dann kommen sie halt. Du kriegst doch eh nicht. Gucke, und du machst noch nicht mal Schaden. Mein Gott. Waffenlevel erhöht. Gut. Ist das hier noch höher? So, jetzt hat es Waffenlevel 10. Gut. Also sehr gut. Sogar. Okay, ich werde mal beide anlocken. Ja. Oder alle drei sogar. Komm.
kommst eh nicht ran, weil du auch nichts machst. So, jetzt werde ich alle drei anlocken. Sie wird schon nichts abkriegen. Also nichts. Ja. Ja, sie wird nichts abkriegen. Ja, ja. Du stirbst auch einfach mal deinen grausamen Tod. Mein Gott. Kein Schäden, Mann. Kein Schäden. Ach man, ey, warum macht sie nicht mehr Magie-Schaden? Das finde ich jetzt gerade dumm. Dumm, sehr dumm. Dafür hat sie Level ab und levelt jetzt bitte Magie. Nicht. Geschwindigkeit. Brauchst du nicht. Flux. Macht auch keinen Schaden. Mein Gott. Übrigens, im anderen Kapitel wäre dieser mit dem Lichtschwert oder wie das hieß, wäre er gekommen und hätte uns angegriffen. Es ist ein Assassine gewesen und hätte uns wahrscheinlich fast gekillt. Wir hätten nur mit Langbogen überlebt. Gut. Das bleibt jetzt so. Mal gucken, was machst du denn für Schaden? 2x0. Perfekt. Das bringt's doch. Total. F könnte man versuchen. Du bist hier. Nützt zwar nichts trotzdem. Yeah. Wie viel Magie-Schaden machst du eigentlich? Du machst 25 Schaden. Wie viel Resistenz hat der? Resistenz von 21. Ach so, seine Resistenz wird durch den Thron erhöht, ne? Nee, Verteidigung wird durch den Thron erhöht. Hä, sie macht 25 Schaden doch. 25 Schaden, ach egal. Vollkommen egal. Ist halt unlogisch, aber es ist halt so. Vielleicht hat er noch eine spezielle. Ja, er hat vielleicht eine spezielle Magie-Barriere bei sich eingerichtet. Beenden wir die Runde. Er bewegt sich nicht. Selbst zu einem nicht, der locker besiegt werden könnte. Er doppelt nicht. Wie viel Geschwindigkeit hast du? 13, du auch, ne? 12. Silberlanze macht einfach viel zu wenig Schaden. Er hat eine höhere Crit-Wahrscheinlichkeit, mein Gott. Du hast auch eigentlich keine Chance. Eigentlich die einzige, die eine Chance hat, ist Florina. Und du. So, das heißt, wir machen Ende jetzt und versuchen was. Und dann. Oh, der Schnee hört auf. Endlich. Warum ist eigentlich die Decke offen? Egal. 2x20. Okay, so. Rebecca würde ihn besiegen. Mal gucken, was du machst. 2x13. Gut. Wir versuchen mal mit Rebecca. Und wenn nicht, retten wir sie. Er hat eine 8% Crit-Wahrscheinlichkeit. Ich mache mal kurz einen Cut, weil ich habe keinen Bock, dass ich dieses ganze Video nochmal mache. Bis gleich. Da sind wir wieder. Und wir gehen einfach mit Rebecca jetzt mal voll auf ihn ruf. Komm, Critical Rebecca. Ihr schlagt euch besser, als ich es erwartet hatte. Doch nun ist es an der Zeit, die Sache zu beenden. Ja, von uns. Was? Ja. Dann bist du tot. Bedeutet das, dass ich verloren habe? Ja, halt. Bedeutet das. Genau das. Du hast es erfasst und Rebecca kriegt so ihr Level ab. So, wir müssen mit irgendwie... Ach, fuck. Wir müssen es mit Ellie besetzen, ne? Ja, ich glaub schon. Es schneidet ja gerade draußen nicht. Wir hätten Aura. So, schnell, Ellie Wood. Bevor es wieder schneit. Wir testen natürlich auch noch Hector. Beenden wir die Runde und warten einfach. Los, Ellie Wood. Du schaffst das, bevor es wieder anfängt zu schneien. Ja, wir können nicht besetzen. Nur Ellie Wood kann das. So. Ende. Jetzt fängst du an zu schneiden, ne? Nein. Und noch weiter. Ellie Wood, du schaffst das. Ich glaube an dich. Jetzt schneit's. Perfekt. Und selbst wenn jetzt irgendwas anderes wäre, ist das vollkommen egal. Denn jetzt können wir bald beenden. Yay, yeah, wir können tanzen. Ich möchte auch mal gucken, ob das Unterstützungslevel mal weiter ausgebaut werden kann. Ja. Ah, das war retten, oder? Ja,
erstmal retten. Das ist jetzt doch nicht Unterstützung gewesen, so wie ich gedacht hatte, und Ende. Nächste Runde ist damit das Kapitel vorbei. Besetzen. Damit haben wir dieses Kapitel geschafft. Schön. Nerga treibt alle in die Fänge des Wahnsinns. Es muss schrecklich sein, sich selbst zu verlieren, vollständig unter den Einfluss von Nergas Macht zu geraten. Hey, wer mag das hier sein? Nein, ist es das Fire Emblem? Der Schuckert ist also die ganze Zeit übermannt. Lass es uns nehmen und dann von hier verschwinden. Endlich haben wir es wieder. Wir sollten unser Glück nicht auf die Probe stellen. Eliwood, es gibt keinen Grund, noch länger hier zu bleiben, Mann. Ich weiß, rasch auf zum Freihaus. Wir müssen den Anschlag verhindern. Das Leben des Prinzen darf nicht in Gefahr geraten. Ich kenne jetzt eure Rollen. Der Plan muss heute Nacht ausgeführt werden. Warte nur einmal. Wenigstens für einen Moment. Darf ich eure Hand halten? Nina, du weißt, wie sehr ich solche Zurschaustellungen verabscheue. Ich weiß. Aber vielleicht hätte ich kein weiteres Mal die Gelegenheit dazu. Und ich dachte... Nun gut. Wie? Wenn du diese Mission erfolgreich absolvierst, werde ich so oft deine Hand halten, wie es dir beliebt. Werde ich sogar umarmen und über deine Wange streichen. Oh, wirklich? Da muss ich mein Bestes geben. Das werde ich. Ich werde erfolgreich sein. Warte auf mich, Mutter. Und das werde ich. Sei vorsichtig. Selig, ich werde mich zurückziehen. So zurückkehren. Al-Jafar, bitte verweilen noch für einen Moment. Es geht um die Mission heute Nacht. Was wünscht ihr? Sobald den Prinzen getötet hast, töte auch Nino. Was? Die Attentate kommen beide auf direkten Wunsch des Königs. Der Prinz wird vom Volk geliebt und sein Tod wird alles ins Gras stürzen. Wird der Attentäter nicht sofort ergriffen und gehängt, wird Piran vom Gras verschlungen werden. Es besteht Bedarf für einen Sündenbock. Hast du das verstanden? Nino ist eure Tochter. Sie ist Müllabfall menschlicher Bodensatz. Es freut mich dennoch, einen Nutzen für sie gefunden zu haben. Sie sagte, sie würde alles tun, um ihrer lieben Mutter zu gefallen, nicht wahr? Ihr Tod wird mir mehr Gefallen bereiten, als es ihr Leben jemals tat. Was ist los? Hast du etwas gesagt? Dies hat nichts mit mir zu tun. Als dort Nerga dich jetzt weise aufnahm, hat er dich auserkoren, weil du über ein kaltes Herz und Geschick im Umgang mit der Klinge verfügtest. Laut Nerga gewährt niemals jemand eine zweite Chance. Vergiss das nicht. Tja, damit wird Nino wahrscheinlich sterben. Natürlich. Und Jafar bringt sie auch noch um, obwohl Jafar anscheinend Nino mag. Egal. Bedeutet, wir haben jetzt einen neuen Charakter, eigentlich den anderen, als ich eigentlich erwartet hatte, nämlich Carol. Statt Harken. Harken wäre ein Held gewesen, der einzige Held im ganzen Spiel, und deswegen wollte ich den eigentlich haben. Aber okay, jetzt haben wir den Schwertmeister, den wir wahrscheinlich nie einsetzen werden. Und der wird sogar, glaube ich, besser als Guy, den wir irgendwann mal gesehen haben. Und hätten wir ihn überhaupt gekriegt? Ich glaube schon, ja. Und ja. Deswegen, wir sind dann in Kapitel 26 nächste Mal. Wir müssen den Prinzen retten. Und zwar vor Nino und Jafar. Tja, das wird hart. Denke ich mal. Es wird auch ein sehr hartes Kapitel, weil man schnell sein muss. Man muss sehr schnell sein. Und deswegen würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und tschö.